Wir können uns nicht immer in den Rückspiegel schauen, wie es abgelaufen ist, sondern wir orientieren uns schon sehr wohl natürlich auch in die Zukunft. Mein Name ist Manfred Zramek. Ich bin Geschäftsführer, Inhaber der Manfred Zramek Busbetriebs GmbH. Mein Vater hat 1971 mit den Bussen begonnen und haben aktuell 6 moderne Komfortreisebusse. Es gab den Lockdown, den harten Lockdown, und das war effektiv, die Busse müssen abgestellt werden, es darf niemand mehr mit den Bussen unterwegs sein. Da gehen ja natürlich viele Gedanken durch den Kopf, wie bewältigt man? Wir müssen natürlich gewisse Zahlungsverpflichtungen einhalten, einerseits dem Finanzamt gegenüber, der Krankenkasse gegenüber. Es ist die Wartung weiterhin durchzuführen der Busse, und da schaut man natürlich, wie das bewältigbar ist. Es hat dann natürlich auch in relativ kurzer Zeit die ein oder andere Unterstützung gegeben. Bei der einen waren wir dabei, bei der anderen Unterstützung hat es geheißen, nein, tut mir leid, da ist es nicht möglich. Muss man so akzeptieren, oder haben wir akzeptiert und haben versucht natürlich im Bereich halt der Möglichkeiten, das halt mit dabei zu sein bei den Unterstützungen. Kurzarbeit, muss ich sagen, hat gut funktioniert, aber man braucht natürlich, muss man auch ehrlich sagen, natürlich diesen Atem, dass das Geld natürlich nicht von heute auf morgen wieder zurückfließt. Wir haben Kunden im Spitzensportbereich, Fußball, Handball, die dürfen fahren, das funktioniert recht gut, ist natürlich auch immer abhängig von Testungen. Für mich ist sicher das Thema Impfungen eine riesengroße Geschichte und ganz einfach dann sich vielleicht wirklich die Türen ein wenig öffnen.